Hallo, ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Heute gibt es ein Style and Talk mit Themen, die euch interessieren. Ich habe auf Instagram nachgefragt, was ihr hören möchtet, was euch so bewegt, was euch interessiert, worüber wir sprechen wollen. Da kam auch so einiges zusammen und darauf werde ich eingehen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei. So, jetzt kommt mein Handy erstmal in den Flugmodus, damit keine Funkgeräusche das Video stören. Übrigens haben Paddy und ich eine Dokumentation geguckt, in dem es genau um dieses Thema ging, Handy nachts am Bett laden, also auf dem Nachtschrank quasi direkt neben unserem Kopf und was es tatsächlich ausmacht, wenn man das Handy alleine nur in den Flugmodus stellt, wie ruhiger wir schlafen und was das mit dem Gehirn und unserem Schlaf tatsächlich anstellt. Das war super interessant. Seitdem sind wir irgendwie total angefixt und schalten jegliche Stromquelle in unserem Schlafzimmer über Nacht aus. Das nur so, by the way. Damit ihr mal seht, was für Freaks wir sind. Ich starte jetzt mit dem Make-up. Ich würde sagen, die ganzen Sachen, die ich verwende, werde ich euch hier an der Seite einblenden. Einfach, um sie euch nicht jedes Mal neu vorzustellen, sondern dass ihr seht, was ich gerade benutze, damit ich den Faden nicht verliere bei meiner Thematik. Und ich schaue jetzt mal hier auf Instagram nach, was da so reinkam. Da kamen super spannende Themen rein. Es ist natürlich auch so, dass super viele Themen angefragt werden, die immer wieder angefragt werden, die euch scheinbar interessieren, so rund um mich und meine Person, Kinderwunsch, heiraten und so weiter. Da habe ich auch schon mal einen Style and Talk zugedreht. Und ja, auch auf Instagram gehe ich oft im Q&A darauf ein. Ich habe sogar eine Highlight-Story angelegt, Q&A. Da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen, wie ich so zu gewissen Dingen stehe. Das nur so, by the way, falls ihr mir auf Instagram folgen wollt. Self-Promo-Mode on. Tut das jetzt gerne. So, während ich mir jetzt hier meinen Primer aufgebe, habe ich mein Handy natürlich hier unten liegen und schau mal, was euch so für Themen interessieren. Ein bisschen bin ich schon drüber geflogen und habe so ein kleinen Plan, wonach ich mich richte. Also ganz, ganz oft werden Fragen rund um das Thema Sport, Ernährung und Gewicht halten und so weiter gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe ja letztes Jahr, ich glaube genau vor einem Jahr, habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen, habe angefangen, Sport zu treiben und ja, habe auch das ein oder andere Kilolein verloren. Insgesamt sind es, glaube ich, über 12 Kilo jetzt mittlerweile und ich halte das Ganze tatsächlich auch. Ihr wisst, letzte Woche war es hier etwas ruhiger. Ich hatte mich da auch auf Instagram abgemeldet, weil es einen Zwischenfall in der Familie gab und da habe ich, bin ich so ein bisschen in alte Muster verfallen, einfach ganz viel gegessen. Ich bin so ein Frustesser. Wenn es irgendwie mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann greife ich immer direkt zur Schokolade oder so. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Es sind ja so zwei komplett verschiedene Typen. Der eine hat absolute Appetitlosigkeit, so wie meine Mama zum Beispiel, die hat gar nichts gegessen. Und ich bin so ein Frustfresser, also ich stopp wirklich alles in mich hinein. Das war jetzt aber überhaupt nicht schlimm und das brauchte mein Körper scheinbar auch. Ich habe wirklich, ich glaube 500 Gramm oder so nur zugenommen. Also wirklich absolut okay und das wird auch super schnell wieder weg sein. Ich habe auch seit gestern wieder angefangen Sport zu machen. Ich habe jetzt 2 Wochen insgesamt pausiert und habe mir auch eine Pause gegönnt um meinem Körper. Wir waren zwischenzeitlich ja auch nochmal in London und da habe ich auch ein bisschen Soul Food zu mir genommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich ganz, 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 ganz streng ernähre und darauf achte, dass ich bloß kein Gramm zunehme. Ich bin absolut zufrieden und für mich ist das Gewicht auch überhaupt nicht entscheidend. Ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen und das tue ich aktuell auch mit 500 Gramm, mit 1 oder 2 Kilo mehr. Es ist absolut in Ordnung. Ich achte aber sehr, sehr drauf, dass ich, oder ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht in alte Muster verfalle. So im normalen Alltag, wenn jetzt nichts Spektakuläres los ist, dann ja, würde ich sagen, koche ich schon sehr, sehr gesund. Ich achte darauf, dass ich ein gewisses Maß an Protein zu mir nehme, dass ich auch Kohlenhydrate zu mir nehme, dass ich regelmäßig esse, viel trinke und vor allem auch die Süßigkeiten weglasse. Das ist ganz wichtig und wenn ich mal Lust habe auf etwas Süßes, dann gönne ich mir irgendwie eine zuckerfreie Cola oder ich lutsche schnell einen zuckerfreien Bonbon, was auch immer, um einfach den Geschmack auf der Zunge zu haben und so meinen Gelüsten irgendwie zu stillen, wenn ihr wisst, was ich meine. Genau, das ist einmal zum Thema
Ernährung, Gewicht halten. Das hat sich insofern gar nicht so viel verändert zum letzten Jahr. Ich habe euch da auch in meinem Instagram eine Highlight-Story angelegt, wie ich das Ganze geschafft habe, wie ich mich selbst motiviert habe und habe euch da wirklich auf den Weg mitgenommen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, in dieser Story mal vorbeizuschauen und auch hier oben ins i linke ich euch ein umfangreiches Video zu der Thematik von mir hinzu. Ja, falls euch das Thema wirklich so interessiert, dann könnte das auf jeden Fall was für euch sein, da es wirklich immer und immer wieder aufploppt. Ja, wie gesagt, wisst ihr, wo ihr die Informationen dazu findet. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter mit einem sehr großen anderen Thema, was hier auch immer wieder aufploppte in meiner Umfrage, welche Themen euch interessieren. Unter anderem, wie man seinen eigenen Wert erkennt, auch wenn andere Menschen ihn nicht sehen. Selbstliebe, Selbstfürsorge und das nochmal zum Thema, wenn andere Menschen ihn nicht sehen. Freundschaften und Erfahrungen mit Fake Friends. Ich finde, das kann man alles in einen Pott schmeißen, weil das irgendwie aufeinander aufbaut. Ich glaube, wenn du dich selbst liebst und wenn du für dich selbst sorgst, dann hast du auch einen ganz gesunden Blick dafür, wer dich liebt und wer für dich sorgt. Und ich finde, das ja, hängt irgendwie zusammen. Ich habe angefangen, mich selbst im Spiegel gerne anzuschauen. Nicht nur, weil ich mich endlich wieder in meinem eigenen Körper wohlgefühlt habe, sondern auch, weil ich mir selbst in die Augen schauen konnte. Und das ist super wichtig. Und ich glaube, da fängt auch Selbstliebe an, wenn du wirklich überzeugt bist von dem, wie du bist. Und es gibt Menschen, die wissen das zu schätzen. Und es gibt Menschen, die dich vielleicht nicht so zu schätzen wissen oder die auch vielleicht mit deiner Art nicht so zurechtkommen, wie du bist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Man muss nicht jeden mögen und vor allen Dingen muss nicht jeder dich mögen. Und ich glaube, das schönste Gefühl an Freiheit ist, wenn dir egal ist, was andere über dich denken. Und das habe ich mittlerweile erreicht. Ich habe meine Leute um mich rum, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen, weil das sind wirklich Freunde, bei denen ich mich fallen lassen kann, bei denen ich so sein kann, wie ich bin, die mir gut tun und denen ich alles anvertrauen kann und weiß, dass es nicht in Ohren Dritter kommt. Und das ist so wertvoll. Ich habe super viele Menschen in meiner Lebenslaufbahn schon kennengelernt, die ich viel, viel zu schnell in mein Herz gelassen habe, mit denen ich viel zu viel geteilt habe und am Ende auf die Schnauze gefallen bin. Meine Mama hat mir immer gesagt, schon von klein auf an, nicht jeder ist dein Freund, der es scheint zu sein. Und da hat sie so recht. Bitte versteht das nicht falsch. Jeder Mensch, der in meinem Leben kam, der war mir eine Lehre. Und der hat mich schlussendlich an die Stelle gebracht, wo ich heute bin. Und so solltet ihr das auch sehen. Schließt Frieden mit der Vergangenheit. Egal, was euch ein Mensch angetan hat, wie er euch belogen hat, wie er euch in den Rücken gefallen ist. Sowas verstehe ich zumindest unter Fake Friends. Verzeiht ihm. Und schließt Frieden damit und lasst es beruhen. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich jahrelang damit selbst zu quälen und sich jahrelang darüber aufzuregen. Lass gut sein, finde Frieden und verbringe Zeit, positive Zeit mit Menschen, die dir gut tun. Zum Thema gut tun, voll süß, kann ich auch direkt anknüpfen, schreibt eine Zuschauerin. Mich würde interessieren, wie eure Beziehung so gut funktioniert. Also, ich habe es ja schon immer wieder gesagt, es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt und natürlich halten wir jetzt nicht die Kamera drauf, wenn es hier zu Hause mal ein bisschen kriselt, aber ich kann euch mit gutem Gewissen versichern, dass unsere Beziehung sehr, sehr harmonisch ist und ich glaube, das kriegt auch unser Umfeld mit. Klar, es ist so, dass wir, wie gesagt, auch mal diskutieren und das ist super wichtig und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die Frage, wir reden super viel, also Paddy und ich sprechen uns direkt aus, wir lassen nichts aufstocken, sondern wir sprechen fast abends immer im Bett, bevor wir einschlafen, was uns auf der Seele liegt. Ich glaube, wir sind auch sehr verständnisvoll miteinander und ich fand es auch sehr witzig, das ein oder andere Mal wurde gefragt, Eifersucht in der Beziehung, das gibt es bei uns einfach nicht. Und ich fand es so lustig. Ich habe letztens in der Story auch einmal das Thema angeschnitten. Eifersucht in der Beziehung. Ich glaube, das war beim Q&A oder so. Und da haben voll viele Mädels geschrieben, dass sie das total toll finden, wenn der Typ eifersüchtig ist. Für mich ist es ein absolutes No-Go tatsächlich. Aber ein Glück von Paddys Seite auch. Also Eifersucht existiert bei uns in der Beziehung 0,0. Und ich bin auch der Meinung, dass das wirklich ein kleines Erfolgsrezept ist.
Weil was bringt uns Eifersucht, wenn der Grundstein einer Beziehung Vertrauen bedeutet? Und das widerspricht sich ja irgendwie gegenseitig, wisst ihr, was ich meine? Und einige Mädels fanden das total süß, wenn der Typ so ein bisschen eifersüchtig ist. So ein mini, mini bisschen. Ich weiß nicht, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Allgemein muss ich sagen, bin ich ein Mensch, der anderen Menschen auch etwas gönnen kann. Ich bin jetzt nicht so, dass ich auch eifersüchtig auf Freundinnen bin oder eifersüchtig auf meinen Bruder zum Beispiel. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass Geschwister untereinander super eifersüchtig sind. Allgemein glaube ich, liegt mir dieses Thema Eifersucht super fern. So habe ich überhaupt gar keine Berührungspunkte mit. Um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, wie unsere Beziehung so funktioniert und ja, wie wir das Ganze so handhaben. Ich habe ja schon gesagt, wie gesagt, dass wir super viel miteinander sprechen und dazu gehört auch, dass wir Themen ansprechen, die vielleicht auch mal ein bisschen unangenehmer sind. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, aber wer sagt seinem Partner zum Beispiel gerne, dass er Mundgeruch hat? Sowas zum Beispiel. Ihr habt jetzt keinen Mundgeruch, aber ihr wisst, was ich meine. Es sind halt so unangenehme Themen, die man vielleicht nicht unbedingt gerne bespricht. Und ich weiß, dass ich, egal was ich habe, mit Paddy drüber sprechen kann. Und ich habe es auch schon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass da halt einfach Themen beim Partner hinterm Rücken besprochen werden und gar nicht direkt angesprochen. Also, dass sie eher mit einer Freundin drüber reden, als mit ihrem Partner selbst und sagen, der hat sowas oder der hat dies, der hat das und ich mag das nicht ansprechen. Macht es einfach. Es ist euer Partner, mit dem ihr höchstwahrscheinlich euer Leben verbringen möchtet. Ja, das ist wirklich... Sprechen, glaube ich, wirklich die goldene Regel. Ich habe heute total Bock auf dieses Wunderbrow heißt das, glaube ich. Das ist so ein Augenbrauengel, was mehrere Tage hält. Und da habe ich irgendwie total Lust zu, weil ich jetzt in den nächsten Tagen irgendwie nicht so richtig Lust habe, mir meine Augenbrauen nachzuziehen. Ich habe euch übrigens eine Augenbrauenroutine abgedreht. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich linke sie euch ins i rein. Das war ein Video, was ich noch vorproduziert hatte, was Anfang der Woche dann online kam, weil es letzte Woche hier sehr, sehr still war. Ich bin auch so froh, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile mitbekommen, dass ich ja voll selbstständig bin mit dem, was ich hier gerade tue. Ich habe diese Frage ja auch schon das ein oder andere Mal sehr offen beantwortet. Also ja, es ist mein Hauptberuf. Und es ist ein Privileg, wirklich in solchen Momenten und solchen Tagen sagen zu können, dass man für die Familie da sein kann, ohne seinen Chef zu fragen, ob das okay ist. Also das ist wirklich ein Privileg, was ich sehr zu schätzen weiß. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr wirklich so am Start seid und mich so unterstützt, dass es für mich so möglich ist, das Ganze hauptberuflich auszuführen. Das macht mir wirklich einen riesen Spaß und ich habe hier auch eine ganz niedliche Frage bekommen, wie das so ist mit Kooperation und woran ich das festmache und beziehungsweise zwischen den Anfragen auswähle, was ich da mache. Und ich glaube, das habe ich eben schon beantwortet. Also mir macht das hier im Allgemeinen super viel Spaß und natürlich gucke ich auch darauf, dass es mir weiterhin Spaß macht, dass ich nichts mache, wo ich jetzt nicht hinterstehe. Und es gibt täglich tatsächlich mehr Anfragen, die ich ablehne, als jetzt Verträge, die zustande kommen. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht unbedingt die allergrößte Influencerin bin, die Deutschland hat. Muss man ja auch mal so sagen, das ist wahrscheinlich bei mir auch noch in Grenzen hält. Aber trotzdem achte ich sehr, sehr drauf, dass ich hinter den Produkten stehe oder hinter dem stehe, was da ja die Kampagne aussagt, beziehungsweise was dieses Produkt bewirken soll oder was auch immer, dass ich es euch wirklich mit einem guten Gewissen weiterempfehlen kann, weil ich sage immer, ehrlich, werd am längsten und früher oder später merken, dass die Zuschauer eh, wenn es in die Grütze geht, also wenn das ein totales Kackprodukt ist oder wenn diese Firma einfach gar nicht zu dem Menschen selbst passt, mit dem man sich identifizieren kann. Beispielsweise, wenn ihr mal ein Video dazu sehen möchtet, was ich so abgelehnt habe, kann ich das gerne nochmal machen, aber zum Beispiel bin ich überhaupt gar kein Teetrinker. Vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus möchte, aber es würde einfach nicht zu mir passen, Werbung für Tee zu machen.
Lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Jedenfalls sage ich immer, never change a running system. Ich denke einfach, dass ich scheinbar ziemlich viel richtig mache, indem ich jetzt nicht unbedingt jeden nächstbesten Kooperationspartner annehme und so halt auch meine Glaubwürdigkeit behalte. Und ich glaube, das merkt ihr auch. Ich hoffe zumindest, dass ihr das merkt, weil es wirklich dann Dinge sind, die ich mit dem Herzen unterstütze und wo ich wirklich hinterstehe. Jetzt kommen wir zum Highlighter und dann haben wir das Make-up auch schon fast geschafft. Wo wir jetzt hier auch gerade bei Kohle, Money, YouTube Money und so sind, schreibt eine: Kosten fürs Leben, wenn man eine eigene Wohnung hat, Strom, Miete und Lebensmittel. Also das ist scheinbar ein Thema, was die junge Dame sehr interessiert. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich habe auch Zuschauerinnen, eine große Zielgruppe, die in dem Alter ist, dass sie vielleicht in ihre erste Wohnung ziehen und vielleicht auch so ein bisschen Ängste haben, was auf einen zukommt. Ich wohne nun schon fast 6 Jahre alleine, also na gut, immer mit Paddy. Es ist was anderes, muss man schon sagen, wenn man zu zweit in eine Wohnung zieht oder ob man sich halt komplett alleine verpflegen muss. Ich sag immer, es muss beides möglich sein. Man sollte sich niemals abhängig von seinem Partner machen und man sollte sich so einen Lebensstandard aufbauen, den man sich auch alleine finanzieren kann. Ohne Mama und Papa und vor allem auch ohne seinen Freund. Ich weiß, für viele Studierende wird das wahrscheinlich gar nicht möglich sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich verurteile das auch absolut nicht und das muss jeder so handhaben, wie er möchte. Mein eigenes Streben ist es allerdings, unabhängig zu sein und ja, meinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und eventuell sogar später im Falle des Falles alleine für mich und mein Kind sorgen zu können. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Themen euch sonst so interessieren, außer die, die wir natürlich jetzt besprochen haben oder wo ihr gerne noch mehr zu hören würdet. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.